So, herzlich willkommen zur neuen Radio Teddy Challenge. Ihr seht, ich bin in einem Fußballstadion, denn Christina hat gewettet, dass ich es nicht schaffe, mal als Stadionsprecher bei einem Fußballspiel zu arbeiten. Also im Fußballstadion bin ich schon mal drin. Ich habe wieder so ein bisschen Glück gehabt, ehrlich gesagt, denn ein Radiokollege von mir ist gleichzeitig Stadionsprecher bei Turbine Potsdam. Das ist Frauenfußball. Turbine Potsdam ist recht erfolgreich in den letzten Jahren gewesen. Und wir sind hier im Kalibknecht-Stadion in Potsdam. Und ja, wie ihr seht, das wird ein Flutlichtspiel. Aber ob ich nachher auch auf den Rasen komme und da mal als Stadionsprecher was sagen darf, also ich muss den Hartmut da noch ein bisschen überreden, dass er mich lässt. Und vor allem, was sagt man da, ne? Muss man auch die Spieler dann auch wahrscheinlich lernen. Uiuiuiuiuiui, ich bin ein bisschen aufgeregt. Hartmut ist erstmal der coole Typ, der mich hier ins Stadion gelassen hat. Dankeschön dafür. Ja, gerne. Wir sind ja Radiokollegen und du bist nebenbei Stadionsprecher. Ja, schon seit 2003, aber das habe ich, glaube ich, schon im Interview erzählt. Ja, du warst ja schon bei uns im Sender. Hast du noch einen Tipp? Also, du nimmst mich nachher mit, weil du machst die Anmoderation von unten. Genau. Vom Spielfeld. Ich möchte ja, dass du deine Wette gewinnst. Hast du noch irgendeinen Tipp? Also, muss ich die Spielernamen auswendig können? Kannst du die auswendig? Nein. Nein, kriegt das alles auf der Anzeigetafel dort angezeigt und ja, also mach dir keinen Kopf, du musst auch keine Namen ansagen. Ich habe mir was Einfaches ausgedacht. Du, sehr gut, wenn du mich da durchführst, da freue ich mich. Ansonsten, ja. Turbine spielt gegen Essen, ist ein Bundesligaspiel. Ja, ist auch immer ein sehr unbequemer Gegner, wird sehr spannend heute, wird bestimmt ein sehr kampfbetontes Spiel. So. Also das... Wir haben auch schon mal verloren gegen Essen. Aber wir wollen das mal nicht in den Mund nehmen, die gewinnen heute. Aber das wollte ich dich gerade fragen. Musst du als Stadionsprecher neutral sein? Ja, unbedingt. Ja. Auch wenn mehr Turbine-Fans da sind. Man macht ja schon die Betonung der eigenen Mannschaft, die hebt man ja natürlich unwillkürlich ein bisschen an, um das mal jetzt vorsichtig auszudrücken. Na klar, okay. Aber man sollte schon als Stadionsprecher neutral sein. Super. Und so ein Mann ist auch mit dabei? Genau. Wie ist Papa als Stadionsprecher? Sehr gut. Hat er eine gute Stimme? Ja, hat er. Trainierst du eigentlich deine Stimme vorher? Machst du Stimmübung? Mö, pipapo oder so? Ja, wie du. Ich mach das nie vor der Sendung. Muss ich das jetzt noch machen? Ja. Super. Bis gleich auf dem Feld, Hartmut. Schön, dass Sie da sind, alle eingetroffen sind zur heutigen Partie in der Frauen-Bundesliga-Feieralarm hier im Kalibknecht-Stadion. Erster FC Turbine Potsdam gegen die SGS Essen. Wir begrüßen, oder ganz anders, der Turbine-Fanclub begrüßt die angereisten Gästefans aus Essen. Herzlich willkommen. So, jetzt haben wir es wieder. Also, ich habe heute ein bisschen Unterstützung hier auf dem Rad. Das ist Tobi von Radio Teddy. Und Tobi von Radio Teddy macht gerade einen Bericht über Stadionsprecher und über unser Turbine Potsdam natürlich. Und er hat mit seiner Kollegin, wie hieß sie gleich? Christina. Mit der Christina gewettet, dass er es nicht, also sie hat gewettet, dass er es nicht hinkriegt, einen Satz über Stadionmikro zu machen. Das wollen wir jetzt mal ändern. Ja, da würde ich erstmal sagen, guten Abend und dann Turbine Potsdam vor, oder? So, ich wünsche euch ein tolles Spiel, ein gewisses Radio-Tech auf der 90.2. Das ist auch bei mir im Radio in ganz Deutschland zu hören, also im Internet. Wirklich freuen wir mal einschalten. Schönes Spiel! So, das haben wir geschafft. Challenge gewonnen und war sehr, sehr aufregend. Jetzt stelle ich mir vor, im Olympiastadion in Berlin vor 70.000 würde ich kein Wort rauskriegen. So, jetzt wünsche ich mal ein schönes Spiel und bis zur nächsten Radio Teddy Challenge.